Unsere Vorfahren ordneten jeder Rauhnacht der 12 heiligen Nächte einen Monat des Jahres zu, um diesen dann für die Zukunft zu deuten. Daher stand die erste Rauhnacht für den Januar, die zweite für den Februar und so fort. Anhand der Rauhnächte wurden sämtliche Phänomene beobachtet, beispielsweise das Wetter, wie das Essen geschmeckt hat, ob gestritten wurde oder ob es friedlich zuging. Selbst alles noch so Unwichtige hatte eine Bedeutung für die Zukunft. Ziel war es, anhand der Ereignisse der Rauhnächte Voraussagungen für das kommende Jahr zu machen. Welche Bedeutung du den Rauhnächten gibst, möchten wir ganz dir überlassen. In diesem Online-Kurs ordnen wir jeder der 12 Nächte eine Farbe aus dem Farbkreis zu. Unsere Artikel beginnen mit der Farbe Rot, symbolisch für die Vergangenheit, bis zur Farbe Blau, symbolisch für die Zukunft. Jede Farbe kann ganz unterschiedliche Emotionen und Gefühle auslösen. Teil uns doch gerne mit, was du beim Gestalten unserer Video-Inspirationen erlebt hast. Viel Freude beim Eintauchen in die 12-teilige Farbenwelt.